Wer sich mit Plastikgitarren bei Guitar Hero noch nie so recht anfreunden wollte, der kann bei Rocksmith jetzt mit ähnlichem Prinzip zu echten Klampfen greifen. Auch hier müssen wir zum rechten Zeitpunkt die richtige Note erwischen, aber nicht durch Drücken einer bunten Taste, sondern indem wir ganz altmodisch die korrekte Saite greifen und anschlagen. Jede E-Gitarre oder mit einem Tonabnehmer ausgestattete Akustikgitarre kann dafür mit einem mitgelieferten Kabel angeschlossen werden. Und während in der US-Version Bassisten erst auf ein 30 Dollar teures Add-on warten mussten, sind jetzt auch die Vierseiter direkt Teil des Spiels und bekommen ihren eigenen Karrieremodus. Etwas kurios ist dabei der Notbehelf, eine normale Gitarre nur durch Nutzung von Vierseiten als Bassersatz zu benutzen, aber besser als gar nichts. Egal auf welchem geeigneten Zupfinstrument wir spielen, das Grundprinzip ist das gleiche. Ein Song wird brav für uns in einzelne Noten oder Akkorde zerlegt, die als Reaktionsspiel auf uns zugeflogen kommen. Anders als das Tastensystem von Guitar Hero sind die 6 Saiten und 22 Bünde allerdings ein bisschen umfangreicher umzusetzen. Dennoch bleibt die Übersicht gewahrt und hilfreiche kleine Pfeile helfen uns dabei, wenn wir uns im Bund oder in der Saite vertan haben, den Griff für die nächste Note zu korrigieren. Auch der Schwierigkeitsgrad ist geschickt geregelt und analysiert, wie biegsam unsere Finger schon sind, um uns mit der Notendichte nicht zu überfordern, aber auch nicht zu langweilen. Neben dem Karrieremodus und der Möglichkeit, einfach nach Lust und Laune die leider etwas übersichtliche Reihe Klassiker mal durchzurocken, bietet Rocksmith noch eine Reihe von kurzweiligen Lernspielchen, die Guitarcade. Hier schießen wir Enten oder Zombies ab, indem wir die jeweils richtigen Noten oder Akkorde anschlagen. Das hilft dabei, Griffe auch ohne Blick auf den Gitarrenhals zu finden. Insgesamt verlässt Rocksmith den reinen Partyspielebereich eines Guitar Hero und hat deutlich mehr Edutainment-Bestandteile, lehrt uns brav Stück für Stück neue Techniken oder schaltet mehr Möglichkeiten frei, über simulierte Pedale und anderen Schnickschnack unseren Sound zu verändern. Die Minispiele, der ausgesprochen praktische Stimmhelfer und der angepasste Schwierigkeitsgrad stellen mit Sicherheit eine sowohl unterhaltsame als auch sinnige Hilfe dar, wenn man Gitarre lernen möchte. Echten Unterricht kann das natürlich nicht ersetzen, niemand schaut, ob wir vernünftig greifen oder nicht Knoten in unsere Finger machen, die einmal eingeschliffen schwer wieder verlernt werden können. Wer hingegen schon mit der Gitarre in den Händen aufgewachsen ist, muss wiederum ein Tutorial nach dem anderen beiseite schieben, um vernünftig losklimpern zu können. Was den musikalischen Teil angeht, ist Rocksmith aber insgesamt sehr ausgereift, besitzt eine gute Tonerkennung und schafft einen vernünftigen Spagat zwischen Unterhaltung und Anspruch. Wer zu mehreren rocken will, kann immerhin mit zwei Spielern gleichzeitig antreten und sich entweder auf Gitarre und Bass oder auf Lead- und Rhythmusgitarre aufteilen. Technisch ist Rocksmith jedoch nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Die Ladezeiten sind ermüdend und lassen sich auch nicht durch eine Installation verkürzen, und wenn man mal den Blick von den heranschwebenden Noten zur Seite schweifen lässt, erinnert das zweidimensionale Publikum aus lieblosen Klonen an den Hintergrund eines 90er Jahre Beat'em-ups. Das ist mit Sicherheit nicht der Fokus des Spiels, aber besser wäre das schon gegangen. Abschließend bleibt vor allem aus Respekt den Hut zu ziehen, dass hier eine vernünftige Verbindung zwischen Musik und Spiel gelungen ist, deren deutsche Lokalisation inklusive Bassgitarrenkarriere absolut überzeugt. Wer übrigens noch nicht im Besitz einer elektrischen Klampfe ist, kann im praktischen 200-Euro-Bundle zum Spiel auch direkt noch eine Einsteigergitarre von Epiphone dazu erhalten. Die Spielspaß-Gesamtwertung liegt insgesamt bei 82%.